So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rocket League. Diesmal sind wir Ponxer 1 und ich sag mal Hallo. Hallo. Tschö. Ja, wenn wir das Ponxer halten können, das erfahrt ihr in dieser Folge. Oder im Titel könnt ihr das sehen. Ja. Nein, dann machst du einfach drei Fragezeichen hin. Genau. Also. Ach ja, hab ich letzte Folge noch vergessen zu sagen dann. Milka Knusperbande macht ein Tor. Nicht. Das war der Satz, den wir dann sagen wollten, ne? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. What the fuck? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß schon, was das zu bedeuten hat. Genau. Was ist falsch mit euch? Nee, das ist, wenn du hier die Gegner hast, da hast du so ein lila-weißes Team. Das ist für uns Milka-Team. Ich muss gleich mal was Ekelhaftes lesen, wo ich gerade Knusperbande gehört habe. Nein. Doch. Aber nicht in der Aufnahme. Doch. Okay. Ich fahre. Aber erstmal muss ich spielen. Das ist wow. Ja gut. Dann kommt der Ball kleiner vor. Aber wieso spielen wir eigentlich kein Wasteland? Ist der Ball irgendwie kleiner? Ja, finde ich auch. Pilzschwarm, aber die machen jetzt ein Tor, wenn wir nicht auf. Ja, ich hatte kein Toro mehr. Toro hat zu spät Toro bekommen. Ich war viel zu weit vorne. Ich war ja auch. Wo warst du denn? Ich war ja auch. Beim Hechtsprung da hinten. Also ging wieder viel zu schnell. So. Nein. Weg damit. Okay, das sind direkt zwei härtere Gegner als gerade eben. Ja, es ist der Bronx 1. Ja, das ist ja so ein Unterschied, ne? Der macht uns hier alleine fertig. Alter. Entschuldigung. Kick mich aber auch an da. Mal weg da! Ey, Mann, Dennis! Ist doch egal, der Ball geht nach vorne, das ist das Wichtigste. Der Ball geht richtige Richtung, ja, okay. Jetzt nicht mehr, aber als ich das angefangen habe zu sagen, war das richtig. Stefan, du musst ihn jetzt retten. Das war das Ball. Du kannst Salto machen. Ja, egal. Okay, ich jetzt mal schön sauber daneben gesprungen. Wird leider kein Funkzeug jemals, aber... Warum? Vielleicht hat Verliehen ja nur zwei Punkte. Ja, genau. Wer war? Von träumst du nachts? Von Weihnachts, ne? Nein. Vom Nikolaus. Stimmt, der ist ja gestern da gewesen. Hey, die Gegner schubst du nicht. Weg damit. Genau. Weg damit. Yeah! Weg mit mir. Was war das für ein Ping-Pong? Nein, wow! Lass das doch! Oh Gott! Oh Mann, ey. Was wolltest du denn vorlesen, jetzt wo wir am Verlieren sind und uns ablenken sollen? Ja. Ich M19 beichte, dass eine Freundin, die ihre Tage hat, ihr Blut untenrum ein paar Stunden antrocknen lässt und sich dann von mir abknabbern lässt. Wir nennen das Knusperparty. Okay. Das ist ekelhaft. Na komm. Ja, der geht rein. Nein, geht er nicht. Geht er nicht. Hat geklärt für uns. Ach ja. Alter. Das ist ekelhaft. Oh, mein Gott. Ja, das ist ekelhaft. Das hat mir ein Arbeitskollege letztens geschickt. Okay. Ich hoffe mal, der kennt diese Person nicht. Nee, das Bild stammt aus dem Gullyboard, also keine Ahnung. So. Ab nach hinten wieder. Ich noch mehr. Warum machst du das? Ja, was soll ich machen? Ich weiß nicht. Ich muss auf den Punkt umgehen, oder was? Oh Gott, danke Stefan, hat mir nicht so geholfen. Hä? Deine Ursache, gerne. Komm schon. Oh, geht der Richtung Tor? Nein. Ja, der ging Richtung Tor, aber nicht ins... Der ging Richtung Pfosten. Danke, dass ihr mich alle kickt und was auch immer mit mir machen. Nein, oh Gott. Aber ich habe kein Interesse dran. Mach hier! Das will ich, Stefan. Den Ball weg tun von den Gegnern. Ja, ich hätte aber schon damit erwischt. Egal, wir müssen uns wieder mehr absprechen. Jetzt haben wir nämlich verlernt. Ups. Wir verlieren so oder so, ne? Ja, danke, habe ich gerne gemacht. Ja, oh Gott, ich geh mir gerade auf den Faceball.
Das hat man mal ganz gehört. Das war ein Facepalm, Leute. Darf ich auch eingehen? Fahrer. Haha. Hey! Also, was kriegt er mich noch hin? So, nach vorne mal. Nein! Oh, lass den doch, ich kam doch da an. Ich hab nicht, ich hab nicht berührt den Ball. Doch, hast du. Nein? Bei mir nicht. Haltet euch nicht, wer den Ball berührt hat. Genießt okay. Noch die letzten Minute in die letzten zwei Minuten im Bronze-Match. Da Ball Mitte. Okay. Da Ball Mitte. Ich muss mich noch drehen. Ich hab kein Turbo. Da Ball Mitte. Da Ball Rand. Ich hab den Gegner weggehalten. Was meint er? Ja, ich weiß. Ich bin ein Dieb. Einsatz. Was war das denn? Hä? Wer hat ihn erwischt? Ich hab euch wieder ein Turbo geklaut. Ja. Ich könnte hier mal ein bisschen aufpassen, was ihr macht. Ich bin deprimiert. Das ist alles. So gespielt, dass er wieder ins Spiel vollkommt. Ja, jetzt werde ich noch zerstört. Ich bin total deprimiert, Mann. Was soll ich machen? Kein Bock mehr auf Fortnite. Lass das Let's Play beenden, mal was anderes machen. Mann! Scheiß Gegner! Können auch mal ein Tor schenken. Ja. Nein. Fast. Das gibt's doch nicht. Es gibt eben so Spiele, da will der Ball nicht ins Tor. Richtig, die nennt man dann Scheiße. Spiel. Scheiße Spiele. So war das bei Bayern heute auch. Ja, aber dann dauernd, jetzt sind wir dauernd dieses Bayern-Spiel von gestern. Nein, kein Pünkt. So. Liebe Leute, das war's für dieses Let's Play und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Let's Play wieder dabei wärt. Ciao. Mal den Pass unterhalten da oben im Chat. Das war kein guter Pass, das war kein guter Schuss. Alles scheiße. Genau, war alles eine Vorlage von uns. Haben wir noch 20 Sekunden, um Tor zu machen. Oh. In Wirklichkeit sind wir alles einhändige Menschen. Das müsst ihr verstehen, Leute. Wir spielen mit einer Hand. Sorry. Du fährst wo auch. Sorry. Nein, ich will kein Tor mehr kassieren, Nein, du kassierst kein Tor mehr, aber die, wenn die... Was macht denn die da? Oh Mann. Alter, wir sind eine Schildkröte. Wir sind wieder ranglos. Aber vielleicht steigen wir wieder auf, dann ist das schon eine Dingens... Eine, du weißt schon, eine Bronzefolge, weil wir waren dann... Alter, wie schlecht wir auch waren. Und ich vor allem. Zwei Rettungen haben beide insgesamt nur. Ich hab 40 Punkte, ey. Was hast du gemacht, dass Punkte bekommst du losfahren oder was? Ich glaube für den ersten Ballkontakt oder so. Hey, Drive Club Version 1.25, Update-Datei installiert. Yay. Aha. Drive Club, geil. Mhm. Triefe Club. Ich fahre. Jum, jum, ich auch. Ach, da kam ja. Hey, das sind dieselben Jäden. Das darf eigentlich nicht sein. Hä? Ich verstehe das Prinzip. Wir kämpfen immer gegen irgendwelche Leute, die gerade... Ranked Matches machen, oder? Kann doch sein. Ja, aber ich glaube, die wollen nicht mal gegen die gleichen. Kann ja, mal das nicht. Eigentlich nicht, aber wenn zwei Teams aus Versehen zur gleichen Zeit so aus Versehen. Entschuldigung. Hä, das ist doch voll unfair. Ja, ja. Wieder gegen die. Haben keinen Blatt gemacht. Ja. Leute, wir haben eine zweite Chance bekommen, uns zu rächen. Ja, ist das nicht scheiße? Das macht ihr sehr gut. Noch mehr Punkte zu verlieren. Ne, diesmal strengen wir uns mehr an. Ja, perfekt. Wir kommen ja nicht mal von unserer eigenen Tor weg. Ja, ich bin jetzt bei denen, die haben mich dahin geschleudert. Hast du gut gemacht. Soll mal Turbo haben? Ups. Meine Fresse, ne. Boah. Die kriegen auch jeden Ball, ne? Ja, ja irgendwie schon. Das sind halt wahrscheinlich Gold 5. Gold. Ich weiß ja, auch die nicht. Die normalerweise auch jetzt nicht gegen uns spielen, weil die waren eben schon Bronze 1, die können jetzt nicht auch noch Bronze... Nee, ranglos. Ranglos sein, ja. Wir waren ja eben Bronze 1. Ja, ich hab die Punkte verloren. Müssen die eben auch Bronze 1 gewesen sein, können also jetzt eigentlich nicht ranglos sein, weil sie gewonnen haben.
Ja, eben. Ja. Oder einer heißt, heißt so ähnlich. Der alle heißt drei heißt so ähnlich. Genau, das ist alles Zufall. Rein ist, Zufall. Dann bleibt ein Rätsel. Komm schon. Einfach an. Ja, ich war in der Luft, was soll ich machen? Komm, den hab ich euch in die Mitte gegeben. Nein! Komm schon, in die Abwehr. Wir stellen es gerade besser an als gerade eben. Super. Eben. Wir müssen aber auch ein Tor schießen. Eben. Oh, müssen. So. Ich kann auch den spielen. Kriegst du in die Mitte. Also, das sieht sie ab. Jetzt. Ja! Ja, ja voll. Super Vorarbeit von mir. Auch wenn Eigenlob stinkt. Hast du gut gemacht. Eigenlob stinkt. Schön, vor allem wieder da. Ja. Hab mich selber gewundert. Sollen wir eine rote Linie, die wir durchschritten haben. Ja. Zumindest mal in eine Partyfolge ein Tor gemacht, ne? Eine Folge. Ja. Mein erstes Tor. Ja, stimmt, ja, in der letzten Folge habe ich ja die Tore gemacht. Und der Stefan einmal. Ich merke mir sowas nicht. Nein! Nein, der geht nicht rein. Warte. Ja, Leute, vielleicht könnt ihr bald ein weiteres Projekt von uns erwarten. Auf einmal kommt er mit diesem Thema, ne? Ja, vor allem so voll die Ansprache. Ja, Leute. Okay, dann sage ich nichts mehr dazu. Gibt es kein super Geheimnisprojekt? Geheimnisprojekt von dir? Super geheimnisvolles Projekt. Killerwaffe entwickeln. Ja, eben. Die 50 Millionen Abonnentenwaffe. So, Beine Mitte. Doch nicht. Warum geht denn nicht in die Mitte jeweils? Let's build a Atombomb. Nein! Vorsicht. Dennis? Ich hab's geklärt. Nein! Oh, hab's super geklärt. Aber das war nicht meine Schuld. Guck's dir an. Ist erstmal klar stehen. Ja, voll geklärt. Ja, super. Ja, und dann mach ich das und dann macht er das. Ja, was habt ihr denn gemacht, ihr Versager, hä? Ich war direkt hinter dir. Nee, ich hab das Tor. Anfangen. Ich hab das Tor gemacht und versucht zu verteidigen mit dir. Ich hab die Vorlage gegeben. Und dann mach ich jetzt noch ein Tor und dann bin ich der Held hier. Nein, oh, oder ihr versaut. Was machst du denn? Das ich hab Kevin. Das war der Gegner, der daneben war neben mir. Kevin hat mir das Tor versaut. Oh, der will nicht, dass ich als Held da stehe. Nein. Der will, ihr wollt nicht, dass ich das Let's Play, das neue vorstelle, ihr wollt nicht, dass ich ein Held bin. Was wollt ihr denn eigentlich von mir? Mauern! Oh oh. Fährt doch wenigstens das ab, oder muss ich hier auch eine Parade machen? Halt die Klappe. Konzentrier dich aufs Spiel. Mach ich doch. Der mich scheißen, aber konzentriere ich mich. Ja, ja. Ah, der ist doch super. Dennis! Mach den doch rein! Ja, ja Kevin, was... Hat... Egal, der ist dran. Ich war gerade zum Ball und du willst dich wegnehmen. Ich war doch auch am Ball. Ich hab dich nicht gesehen. Wie denn auch? Jetzt hab ich dich gesehen. Das war übrigens eine Vorlage von mir. Ja, gut gemacht. Vor allem, ich hab von jedem eins, ne? Ein Tor, ein Vorlage, eine Rettung, ein Schuss. Das ist halt... Keine Ahnung. Nein! Ich bin volle Möhre gegen Mauer. Weg mit dem. Hier ist eine Mitte, komm. Ja. Jawohl. Ja, diesmal Gewinn bekommen wir, weil machen sie platt. Ich zeige mir, was wir wirklich können. Der eine hat keine... Achso, ja, der Film. Ich hab einen LOL 8er Ping. Was nach 8er Ping? Das geht ab, ey. Dennis hatte gerade einen 8er und ich hatte auch gerade kurz einen 8er Ping. Ja, ich hab's gesehen noch. Jetzt habt ihr beide 12 wieder. Ich hab den 16 beide. Geht ab. Ja, ich weiß ja nicht, wo die Gegner sind, ne? Hier, mach ihn rein. Nein, nein. Was war das denn für eine Versagerarbeit für mich? Ich bin geflogen, also da kann ja, man nicht mal vorbeigeflogen. Ja, du bist gesprungen, ich bin geflogen. Wie das aussah, beide dran vorbei, obwohl das Feld frei war. Das Tor meinst du? Ja, das Tor. Das Feld. Hä? Ich hab grad einen Torschuss bekommen, obwohl ich in die ganz andere Richtung geschossen habe. Nein, Dennis, da war schneller. Egal. Nein, nicht egal. Dennis, warum machst du eigentlich ein Looping am Schluss noch? Volle Konzentration, bitte. Keine Ahnung, ich war voll verwirrt, bis du da ankommst. Klappe, ich fahre. Ja, ja. Ja. Nein, viel zu hoch. Nein. Ich mach Torwart, ne? Ja. Oh, nein.
Aus. Ja. Ja, wir haben sie, sind wieder Punkt 1. 3 Punkte. Sensationell. Bestimmt, wow, weil wir gegen dieselben Gegner nochmal gewonnen haben. Wieder gewonnen. Oh, ich habe Verbindungsproblem. Ich auch. Ja, Leute, ich nicht. Das war's aber auch wieder für diesen Part. Wir würden uns freuen, wenn er beim nächsten Mal wieder dabei wäre. Also, ciao. Tschüss. Ciao.